Daniel, ich bin vom Segelflugverein Flugsport Wien und wir schauen uns in dem Video heute an, wie man mit einem Segelflugzeug trudelt. Los ging's wie an jedem anderen Flugtag auch mit einem ausführlichen Briefing. Gerade zur Thematik des Trudelns gab es jede Menge zu besprechen. Was ebenfalls nicht alltäglich ist, ist, dass die Piloten genau abgewogen werden. Für das, was wir heute vorhaben, muss der Schwerpunkt des Segelflugzeugs maximal nach hinten gebracht werden. Der schmale Grat zur Unbeherrschbarkeit des Flugzeugs darf dabei nie überschritten werden. Nachlässigkeit an dieser Stelle könnte katastrophal enden. Wir trudeln heute. Okay, wir bringen das Flugzeug in eine ungewöhnliche Lage. Und warum sollte das jeder Segelflieger schon mal erlebt haben? Naja, damit er in einer Gefahrensituation richtig reagieren kann. Das ist ganz wichtig. Wenn er schon mal gemacht hat, dann kann er ruhig bleiben und sich auf die Situation konzentrieren und nicht auf seine Angst oder seine Nervosität. Ich habe das heute noch nie gemacht. Bin gespannt, was der heutige Tag bringt. Hast du Angst? Angst nicht, ich bin halt sehr gespannt. Zeig uns deine Angst. Ja, also. Lass sie raus. Ah! Wir werden das Flugzeug in einen unkontrollierten Flugzustand bringen, indem wir die Strömung an einer Fläche abreißen lassen. Wir werden das Flugzeug laufend verlangsamen, sodass fast keine Strömung mehr an den Flächen anliegt. Dann werden wir das Seitenruder voll ausschlagen. Dadurch kommt das Flugzeug in eine Drehbewegung, sodass die Fläche nach unten kippt und sich das Flugzeug überschlägt. Da kann sich jeder vorstellen, dass sich die Welt rund um den Piloten wie verrückt dreht. Und es natürlich sehr herausfordernd ist, da noch klar zu denken. Und deswegen gibt es das Standardverfahren, um das Trudeln zu beenden. Der erste Schritt dabei wäre, dass man das Seitenruder gegen die Trudelrichtung ausschlägt. Der zweite Schritt ist, das Höhenruder nachzulassen. Dadurch sollte sich das Flugzeug stabilisieren, jedoch zeigt die Nase noch immer steil nach unten. Der dritte Punkt ist das sanfte Abfangen des Flugzeuges. Das ist nicht ganz trivial und deswegen lernen wir das heute. Thank you.
Fabian, wie war's? Na, es war echt unglaublich cool. Also, es ist ganz schön eine tolle Erfahrung. Wenn man sich dreht, total schnell, und dann immer richtig reagiert, hat man nicht viel Zeit. Aber echt lehrreich. Aber wieder gut. Angst nicht, nein. Wenn man so hoch oben. Angst habe ich keine gehabt, aber war schon eine sehr interessante Erfahrung. Hast du die Kameras aufgedreht? Wichtigste Frage. Nein. Total drauf vergessen. Robert, wie war dein Flug? Toll, sehr, sehr lehrreich. Eine ganz außergewöhnlich hervorragende Veranstaltung des Landesverbands Wien. Ich sage nichts. Ich singe viel, viel lieber. Wie war die Erfahrung? Absolut klasse. Also sowas, ich hätte es mir nicht so heftig vorgestellt, ehrlich gesagt. Was lehrreich? Sehr lehrreich, ja. Und wird dir das in deinem Fliegerleben helfen? Wenn ich es mal brauche, mit Sicherheit, ja. Im Simulator fühlt sich das alles so einfach an, aber in echt ist es dann schon nochmal was anderes. Ja, cool. Danke. Guten Morgen, ich hätte gerne einen flotten Dreier. Ja, bitteschön. Danke. Christoph, das war nichts, das müssen wir nochmal machen. Du siehst aber schon, dass ich gerade esse. Ich esse gerade. Redest du mich an, wenn ich esse? Ja, außerdem, wo ist mein Fallschirm? Hey, mein Fallschirm, Spielen. Bitte. Ich muss fliegen gehen. Ich kann so nicht arbeiten. Unglaublich. Also wir beim Flugsport Wien legen halt darauf Wert, dass unsere Flugausbildung auch pädagogisch auf dem höchsten Level stattfindet. Deswegen machen wir natürlich nach jedem Flugtag ein kleines Gespräch zwischen Flugschüler und Fluglehrer, wo wirklich sachlich, ohne Emotion besprochen wird, was eventuell noch verbessert werden kann, was schon gut gelaufen ist. Wichtig ist, dass das nicht auf eine persönliche Ebene geht. Ich weiß auch nicht, das war eigentlich relativ schwierig und verwirrend und überall war halt immer noch Luft und ja, Boden. Ja, was ist denn verwirrend? Ich meine, der F-Schnell-Part heute schon gar nicht funktioniert. Du bist einfach untalentiert. Aber was kann ich besser machen? Du bist untalentiert!